Hallo, hier bin ich wieder, der Papa klärt auf. Aus meiner Lebenserfahrung und aus meiner beruflichen Erfahrung, denn ich bin ja pädagogische Fachkraft seit mehr als über ein Jahrzehnt und habe weit über 100 Kinder persönlich betreut, also aktiv dabei gewesen. Die Grauzahl ist natürlich höher. Aber heute geht es um die Freizeitaktivitäten der Eltern. Und dann die Freizeitaktivitäten mit den Kindern. Um auf den Punkt zu kommen, diejenigen, die noch keine Eltern haben, sollten sich darauf vorbereiten, wenn das Kind da ist, habt ihr keine große Freizeit mehr. Die Freizeit ist euer Schlaf, wenn ihr überhaupt Schlaf bekommt, die erste Zeit. Party, mal verreisen hier, mal verreisen da. Wenn das Kind geboren ist, ihr könnt mit dem Kind nicht in einem Flugzeug. Das ist gesundheitsschädigend. Genauso wie schwangere Frauen nicht fliegen dürfen. Ist auch gesundheitsschädigend. Eure Freizeit geht quasi verloren. Also wenn ihr feiern wollt, wenn ihr irgendwas machen wollt, dann macht es, bevor das Kind da ist. Aber trinkt kein Alkohol während der Schwangerschaft. Das meine ich jetzt für die Frauen. Denn es gibt ja ein Syndrom, ein faciles Alkoholsyndrom. Entweder mit einer Hyperaktivität oder ohne Hyperaktivität. Das ist nicht schön. Die Kinder sind also oft körperlich unentwickelt, geistig etwas zurückgeblieben, jetzt mal leicht ausgedrückt, das sollte jetzt kein Schimpfwort sein. Es ist einfach so, dass sie es schwerer haben, Dinge zu begreifen und Dinge zu lernen als alle anderen Kinder. Dafür können sie kognitiv viel ausprägen, um nicht als ein beeinträchtigtes Kind mit dem FAS-Syndrom erkannt zu werden. Und deswegen, wenn ihr Eltern werden wollt und ihr wollt unbedingt noch feiern und saufen und alles Mögliche, dann macht es, meine ich jetzt für die Frauen, nicht für die Männer, vor der Schwangerschaft. Die Männer sind nicht schwanger, die können auch während der Schwangerschaft ein Bierchen trinken, das macht ihr nicht aus. Aber für die Frau, der Frau macht das auch nicht aus. Aber euer ungeborenes Kind ist auf Lebenszeit eventuell geschädigt. Freizeitaktivitäten der Eltern werden sich also quasi darauf beschränken, auf die Schlafenszeit der Kinder. Zum Beispiel, ich nehme das hier auch nur jetzt auf, weil meine Tochter jetzt schläft. Während der Arbeit komme ich nicht dazu, logisch. Vor der Arbeit komme ich nicht dazu, auch logisch. Nach der Arbeit komme ich nicht dazu. Wäre zwar nicht logisch, weil ich nach der Arbeit ja eigentlich Freizeit habe, aber ich habe ein Kind. Das heißt, die Priorität liegt erstmal daran. Dass man erstmal vieles vorbereitet, macht, Haushalt und sich um das Kind kümmert. Wenn das Kind dann schläft, dann kann man auch seine Freizeitaktivität machen, zum Beispiel das, was ich hier gerade mache. Die Zeit mit Feiern und alles Mögliche ist vorbei. Wenn das Kind alt genug ist, dass es auch mal fliegen kann, dass es auch mal verreisen kann, dass es auch mal länger als eine Stunde im Auto aushält, ohne Schwierigkeiten zu machen, dann könnt ihr auch verreisen. Aber beim Verreisen ist es auch wieder mit der Freizeitaktivität ein bisschen schwierig, denn ihr könnt nicht das alles machen, was ihr euch vorstellt. Denn ihr müsst auf das Kind darauf achten, dass das Kind quasi nicht überfordert ist. Euer Kind steht quasi im Mittelpunkt eurer Freizeitaktivitäten bei den Reisen und bei sämtlichen anderen Sachen. Jetzt kommt das in die Freizeitaktivität mit dem Kind. Liebe Eltern, die es werden wollen, wenn ihr Stubenhocker seid, lasst es. Euer Kind braucht Bewegung. Ohne Bewegung wird es nicht müde. Also mit meinem Kind bin ich. Sofern ich es immer schaffe, es gibt ja mal Tage, da schaffe ich das einfach nicht wegen der Arbeit, wegen dem Haushalt und alles Mögliche, da kommt man einfach nicht dazu, da, ja, aber so größtenteils versuche ich mit dem Kind immer wieder draußen zu sein. Heute war ich mit dem Kind in den Pilzen, ein paar Stunden, die ist da draußen rumgelaufen, hat sich gefreut, hat alles experimentiert, hat im Dreck gewuselt und so weiter. Hat mit den Blättern über sich rumgeworfen, als wäre das irgendwie, naja, ein Goldtaler gewesen. Und
Versucht so viel wie möglich im Grünen zu sein, in der Natur zu sein. Das tut euren Kind gut. Mir ist jetzt kein anderer Begriff dafür eingefallen. Die Natur beruhigt euer Kind. Habt ihr schon mal mitbekommen, wenn ihr in der Stadt wart, wie hektisch und stressig das war? Und sobald ihr mal in der grünen Parkanlage wart, wie entspannt ihr auf einmal wart. Genauso ist das mit eurem Kind. Geht dahin mit dem Kind, wo ihr auch sicher sein könnt, dass erstmal nichts passiert. Nicht da, wo große Straßen sind, wo ihr nicht ständig hinterherlaufen müsst, wo ihr auch mal sagen könnt, gut, ich lasse mein Kind jetzt mal laufen. Ich sehe es ja, kann ja nicht passieren, hier ist ja nicht weiter. Habe ich heute auch machen lassen. Ich habe sie laufen lassen, hat da die sich da in dem Herbstblätterwusel rumgeworfen und rumgedreht. Hat gespielt und so weiter. Der hat sich gefreut wie ein Cola Cake. Also immer schön viel bewegen. Ich bin mit meiner Kleinen zum Beispiel auch immer auf dem Feld. Gut, ich habe hier die Möglichkeit. Ich wohne hier im Grünen. Und wir sind am Feld, im Wald, auch mal in den Pilzen, oft am Wasser, am See. Wir haben ja die Seenplatte hier bei uns, dass wir auch mal dahin gehen, Enten füttern zum Beispiel. Wir haben auch wunderbare Spielplätze hier, wo wir auch regelmäßig sind. Dass die Kleine so gut wie möglich draußen ist, an der frischen Luft und nicht in der Wohnung. Ein Kind, das immer in der Wohnung ist und sich da nicht richtig entfalten kann, wird sich auch später schwer entfalten können, weil es das einfach nicht anders kennt. So wie ihr euer Kind am Anfang prägt, mit eurem Verhalten bzw. mit euren Freizeitaktivitäten, so wird es das euch später wieder zurückgeben. Auch wenn ihr später auf den Trichter kommt, ach, ich muss mal mein Leben ändern, euer Kind wird euer das Leben nicht so schnell ändern, das wird sich dann querstellen. Schaut mal die ganzen Teenie-Serien an, also da wird es doch schon quasi gezeigt. Und Freizeitaktivitäten sind sehr wichtig. Geht mit eurem Kind viel raus, lasst es viel bewegen, lasst es vor allem viel, 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 sehr, sehr, sehr viel, unendlich viel rennen, damit ihr abends euren Schlaf bekommt. Umso mehr sich das Kind bewegt, umso mehr fällt das Kind rückwärts abends im Bett herum. Glaubt mir, das ist das Beste, was man haben kann. Wenn das Kind schläft, hat man endlich mal für sich Pause. Dann kann man auch endlich mal abschalten. Und auch mal Dinge machen, die man sonst am Tag nicht schafft. Auch wenn es abends ist, ist in Ordnung. Aber ihr habt erstmal keine andere Wahl. Ich war heute auch den ganzen Tag draußen mit meiner Kleinen. Heute Morgen waren wir beschäftigt. Dann haben wir vorhin noch Griech gemacht und Essen gemacht und so weiter. Die war immer mit dabei. Hab beim Abwaschen mitgeholfen, nee, beim Wäscheaufhängen mitgeholfen und solche Sachen. Lasst sie mithelfen. Lasst sie bei euren Freizeitaktivitäten teilhaben, eure Kinder. Auch wenn es länger dauert, ist scheißegal. Aber eure Kinder lieben es, einen Beitrag zu leisten für euch. Und wenn die Kinder merken, es ist ein Beitrag für euch, ist es auch ein Beitrag für die Kinder, etwas gemacht zu haben, was für sie positiv ist, ein Erfolgserlebnis. Erfolgserlebnisse in der Freizeit sind das A und O. Immer loben, immer loben, immer loben. In der Freizeit absolut keine Fehler anerkennen. Macht das Kind einen Fehler, ignoriert es. Solange es jetzt nicht so schlimm ist, wenn es etwas Einfaches ist, ignoriert es. Denn euer Kind soll Spaß haben in der Freizeit und soll nicht in der Schule hocken, obwohl es erstmal noch 5 Jahre bis zur Schule braucht. Deswegen viel, viel Spaß mit eurem Kind.